Wer ist eigentlich Maliketh, der mysteriöse Schatten von Marika, der mit der undankbaren Aufgabe vertraut wurde, die Rune des Todes zu beschützen? Malikeths Geschichte eignet sich ziemlich gut, um sie wie ein pyramidiales Drama in 5 Akten zu erzählen. Es gibt eine Exposition in verschiedenen Itembeschreibungen, mit dem Krieg gegen die finsteugige Königin eine steigende Spannungskurve der Handlung, den tragischen Höhepunkt seiner bestialischen Lebensparabel, an dem die Rune des Todes aus seinen Krallen entwendet wird. Und dann die klassische abfallende Handlungskurve, die sich durch Malikeths verzweifelte Versuche auszeichnet, seinen Fehler wieder gut zu machen. Der letzte Akt und der letzte Moment der Spannung ist der eigentliche Kampf gegen ihn in Farum Azula. Wir starten erst einmal mit obligatorischen Expositionen. Im Echo der schwarzen Klinge lesen wir ein in den Erdenbaum gehauenes Echo von Maliketh, der schwarzen Klinge. Maliketh war eine schattengebundene Bestie, die ihrer himmlischen geschenkt wurde. Marika benutzte sie allerdings nur als Gefäß, um den Schicksalstod zu versiegeln. Doch am Ende verriet sie ihn. Hieraus erfahren wir, dass Maliketh eine schattengebundene Bestie ist, ein sogenannter Schatten. Diese dient klassischerweise den Himmlischen, also den Anwärtern auf die Position der Herrscherin, was auch das Verhältnis von Rani und Blight widerspiegelt. Doch wo Rani und Blight seit Kindheitstagen befreundet waren, so definiert sich das Verhältnis von Maliketh und Marika durch andere Dinge. Marika benutzte ihn nur als Gefäß für den Schicksalstod. Und in gewisser Weise wundert mich das nicht, denn das ist genau die zwischenmenschliche Behandlung, der Marika auch vom höheren Willen ausgesetzt wurde, indem sie als Gefäß für den Eldenring benutzt wurde. Marika tendiert hier vielleicht dazu, als Zeichen ihrer Menschlichkeit andere so zu behandeln, wie sie selbst behandelt wurde. Zum Leidwesen von Maliketh. Doch was ist eigentlich eine schattengebundene Bestie? Schatten sind loyale Begleiter für die potenziellen Herrscher über die Zwischenlande. Man könnte die Schatten auch in einer Art Bodyguard-Rolle sehen. Doch bei aller Loyalität gibt es im teuflischen Vertrag mit dem höheren Willen ein paar kleingedruckte Sätze. Denn sollte sich die Himmlische, egal ob Rani oder Marika, gegen die zwei Finger stellen, dann sind die Schatten gezwungen, sich gegen ihre Herren aufzulehnen. Dieses psychologische Dilemma wird um einiges detaillierter in der Quest von Rani beleuchtet, wo Blight mit genau diesem psychologischen Seiltanz zu kämpfen hat. Doch abseits von diesen tragischen Elementen, die später noch eine Rolle spielen werden, haben wir noch immer nicht geklärt, woher die Schatten überhaupt kommen. Rani verrät uns in ihrer Quest, dass sie Blight von den zwei Fingern erhalten hat, maßgeschneidert von den zwei Fingern, wie sie sagt. Das lässt natürlich einiges an Spielraum offen, ob Blight und auch Maliketh von den zwei Fingern erschaffen wurden, also ihre Existenz selbst den zwei Fingern zu verdanken haben, oder ob diese Schatten aus einer anderen Spezies erschaffen wurden. Da diese, wie Rani uns sagte, maßgeschneidert wurden, bin ich immer konservativ davon ausgegangen, dass diese quasi von Grund auf neu erschaffen wurden. Doch aus der Rüstung des blutigen Wolfes erfahren wir, alten Legenden zufolge sind Wölfe die Schatten des Himmlischen. Es ist schon irgendwie verdächtig, dass es sich bei den Schatten ausnahmslos um wolfartige Kreaturen handelt. Maliketh ist ein Schatten mit mehr bestialischen Zügen, während Blight als Halbwolf über mehr menschliche Qualitäten verfügt. Diese, in Anführungszeichen, Evolution der Schatten lässt es so wirken, als wäre noch diese nicht exklusiv der schöpferischen Willkür der zwei Finger ausgesetzt. Doch wenn wir uns mit Bestien beschäftigen, dann führt uns der Weg immer erst einmal nach Farum Azula. Wir wissen aus dem Quinquidea, dass die 5 Finger der Bestie ein Symbol für die Weisheit sind, die ihrer Art gewährt wurde. Die Evolution wurde hier, wie ich auch schon einmal in meinem Video zu Placido Sex und Farum Azula beleuchtet habe, durch göttliches Handeln beschleunigt. Den Bestien wurde Intelligenz gewährt. Ich habe damals vermutet, dass der höhere Wille als Intelligenzspender in Frage kommt. Doch im Hinblick auf die schattengebundenen Bestien könnte man hier zu einem ganz neuen Motiv kommen. Vielleicht hat der höhere Wille in Farum Azula die Evolution beschleunigt, um diese Bestien irgendwann einmal in Schatten verwandeln zu können. Auch das Wort maßgeschneidert würde hier eher in die Richtung gehen, dass diese nicht von Grund auf neu erschaffen wurden, ähnlich wie das Material, das man benötigt, um etwas maßzuschneidern. Die Schatten dienen, wie schon erwähnt, den Himmlischen und haben verschiedene Aufgaben. Und in Malikeths Fall waren das genau zwei. Die erste war den kriegerischen Weg zur Herrschaft zu ebnen und die zweite den Schicksalstod zu beschützen.
Und das führt uns direkt in den zweiten Akt dieses Dramas, der Kampf gegen die finsteräugige Königin. Von diesem erfahren wir im Großschwert der Göttertöterin, das heilige Schwert der dunkeläugigen Königin, die über die Apostel der Götterskalpe herrschte, bevor Maliketh sie bezwang. Und wo Maliketh gerade dabei war, da hat er mit Sicherheit noch ein paar andere Halbgötter in die Nachwelt überführt. In der Robe der Apostel der Götterskalpe lesen wir zu diesem Kampf zudem Folgendes. Die Apostel, die einst angeblich dem Schicksalstod dienten, führen die göttertötende schwarze Flamme. Aber nach ihrer Niederlage gegen Maliketh, die schwarze Klinge, wurde die Quelle ihrer Macht versiegelt. Die Quelle ihrer Macht war der Schicksalstod. Und Maliketh wurde nun von Marika beauftragt, genau diese Rune des Todes zu beschützen. Dass Maliketh dieser Aufgabe nicht gerecht werden konnte, und vielleicht wäre niemand dieser Aufgabe gerecht geworden, erfahren wir aus Malikeths schwarzer Klinge. Nachdem ein Fragment des Todes in jener schicksalsträchtigen Nacht gestohlen wurde, band Maliketh die Klinge an sein eigenes Fleisch, damit nie wieder jemand den Tod bestehlen würde. Interessant an dieser Beschreibung sind zwei Dinge. Zum einen, dass Maliketh die Klinge erst an sein eigenes Fleisch band, als es ohnehin zu spät war, weil das Fragment schon gestohlen wurde. Und das zweite, dass er nicht die Rune des Todes an sein eigenes Fleisch band, sondern explizit die Klinge. Der Schicksalstod, also die Rune des Todes, scheint also zu dieser Zeit mit der schwarzen Klinge selbst verbunden gewesen zu sein. Und das hat dazu geführt, dass seine schwarze Klinge von der Rune des Todes erfüllt war, so wie es auch in der Beschreibung der Klinge steht. Das hatte vermutlich den Vorteil, dass er die größte Waffe der neu erschaffenen Goldenen Ordnung sichtbar für jeden am Körper trug. Die schwarze Klinge wurde zu einem Symbol für die Gefahr, von Maliketh in die Nachwelt überführt zu werden. Oder besser gesagt, in gar keine Welt, da Maliketh mit dieser Waffe nicht nur den Körper, sondern auch die Seele tötet. Eine sichtbare Abschreckung der Feinde von Marika und der Goldenen Ordnung. Doch diese öffentlich zur Schau gestellte Machtdemonstration hatte, wie sich später herausstellen sollte, eine fatale Schwäche. Denn die Rune des Todes war somit leichter dem Diebstahl ausgesetzt. Und genau das sollte in der Nacht der schwarzen Messer passieren. Zu diesem Thema habe ich auch schon ein separates Video veröffentlicht, weswegen ich an dieser Stelle, wie so oft, nur auf dieses Video verweise. Und damit kommen wir zum vierten Akt im Drama der schwarzen Bestie. Das zurückgezogene Leben als Bestienkleriker Gurang. Denn nachdem die Rune des Todes entwendet wurde und die Geschehnisse ihren Lauf nahmen, die schließlich dazu führten, dass der Eldenring zerstört wurde, versteckte sich Maliketh als Bestienkleriker im Sanktum der Bestien in Caelid. In diesem Kapitel werden wir uns zum einen Malikeths zerrüttete Psyche anschauen und zum anderen den Effekt der Todeswurzel auf die Zwischenlande. Zudem werden wir uns mit der Frage beschäftigen, warum der Bestienkleriker Gurang noch immer im Sanktum der Bestien zu finden ist, auch nachdem wir Maliketh in Farum Azula besiegt haben. Ich denke, dafür könnte es zwei Erklärungen geben. Die eine ist, dass Farum Azula jenseits der Zeit zu existieren scheint und durch die temporalen Verzerrungen im Auge des Sturms existiert Maliketh sowohl in Farum Azula als auch in Caelid als Bestienkleriker. Diese Theorie wurde recht positiv von der Lore-Community aufgenommen, weil vermutlich viele froh waren, dass dieses, in Anführungszeichen, Problem so recht einfach aus der Welt geschaffen wurde. Doch obwohl wir im letzten Kapitel dieses Videos noch einmal detaillierter auf den temporalen Hokuspokus von Farum Azula eingehen werden, so stelle ich in diesem Kapitel eine andere Theorie vor, die in der japanischen Lore-Community geboren wurde. Aber dafür müssen wir erst einmal einen kleinen Exkurs machen. In Elden Ring verfügen Lebewesen, Befleckte genau wie Halbgötter, über eine Seele und einen Körper. Und diese können auch getrennt voneinander existieren. Dieses Konzept wurde recht prominent in der Nacht der schwarzen Messer illustriert, nach der von Rani nur noch die Seele übrig blieb und von Godwin bloß noch der Körper. Dieses Konzept lässt sich auch auf Marika und Radagon anwenden, die sich einen Körper teilen, der zwei Seelen beinhaltet. Doch in Bezug auf Maliketh wird es im nächsten Beispiel noch interessanter, denn in der Zwillingsrüstung lesen wir, eine Rüstung aus Gold und Silber, verschlungen wie Zwillinge, die ein Schicksal teilen, stammt von dem als die bekannten Duo. Jeder Zwilling besitzt einen Körper und einen Verstand, aber sie teilen sich eine Seele. Diese beiden Männer haben also beide einen eigenen Körper, jedoch nur eine Seele, die sie sich teilen. Als kleinen Funfact kann man in diesem Zusammenhang auch noch einmal Selen erwähnen, die es geschafft hat, ihre Seele aus ihrem Körper zu extrahieren, um sie in einem Schimmerstein einzuschließen.
Ungefähr das gleiche Konzept, das auch Teil der Geschichte von Diablo war, das Blizzard North 1996 veröffentlicht hat und das atmosphärisch ein Meilenstein der Videospielgeschichte war. Doch Blizzard ist bloß noch ein Schatten seiner selbst. Und diesen Übergang benutze ich nun, um das Video thematisch wieder in die Spur zu bekommen. Denn auch Malekith ist nicht nur ein Schatten, sondern nach der Zertrümmerung des Elden Rings nur noch ein Schatten seiner selbst. Genau wie seine Klinge, die ironischerweise als ein trauriger Schatten ihrer einstigen Pracht bezeichnet wird. Denn gleichzeitig mit dem Elden Ring ist auch ein Teil seiner Psyche zerbrochen. Und was wäre, wenn man dieses Konzept von Körper und Seele auch auf Malekith anwenden würde? Wenn Malekith in seiner Verzweiflung, seinen Fehler wieder gut zu machen, ein Teil seiner Seele abspaltete, die er zu Hause nun im Bestienkleriker Kurang gefunden hat. Und Kurang hat nur ein einziges Ziel, die Todeswurzeln zu sammeln, um damit die Zwischenlande vom Tod zu reinigen. Aus der Todeswurzel selbst erfahren wir, in der Nacht der schwarzen Messer trug die Rune des Todes dazu bei, dass der erste der Halbgötter niedergestreckt wurde. Später breitete sie sich über die unterirdischen Wurzeln des großen Baums im ganzen Zwischenland aus und wächst nun in Form der Todeswurzeln. Um die Verzweiflung von Kurang zu verstehen, ist es, denke ich, wichtig, sich auch mit der Wirkungsweise der Todeswurzeln auseinanderzusetzen. Dieses Thema habe ich auch schon einmal in meinem Video zu Godwin behandelt. Godwins seelischer Tod hat dazu geführt, dass sich die Todeswurzel in den Zwischenlanden ausgebreitet hat. Das kann man leicht mit dem Schicksalstod verwechseln, doch die Todeswurzeln sind Teil der real gewordenen Veränderung der Flora und Fauna der Zwischenlande. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Todeswurzeln, denn Godwins Tod hat nicht nur die Flora, sondern auch die Fauna verändert. Zum Beispiel diese ätzenden Todesspucker oder die Todespestfrösche. Es könnte sein, dass diese Kreaturen in Kontakt mit der Todeswurzel gekommen sind, die sich über das unterirdische Wurzelsystem des Erdenbaums ausgebreitet hat. Und jetzt sollte auch deutlicher werden, warum das Bestreben von Kurang, die Todeswurzeln zu sammeln, bloß dem sprichwörtlichen Tropfen auf dem heißen Stein gleichkommt. Als würde er dafür sorgen wollen, dass Wasser aus der Atmosphäre verschwindet, indem er viel Wasser trinkt. Ein anderer tragischer Aspekt dieser unlösbaren Aufgabe ist, dass er abhängig von den Todeswurzeln geworden ist. Denn dass er den Schicksalstod so lange bewahrte, hat vielleicht dazu geführt, dass dieser in gewisser Weise zu einem Teil von Malekith geworden ist. Und indem er die Todeswurzeln sammelt und frisst, versucht er vielleicht auch, die Unvollständigkeit, die er seitdem spürt, zu bekämpfen. Doch aus Kurang wurde ein hoffnungsloser Junkie des Todes. Das ist der Grund, warum auf ihn am Ende seiner Quest keine Erlösung wartet. Auf ihn wartet nur, was er sein Leben lang beschützt hat. Und das bringt uns zum letzten Akt von Malekiths Geschichte. Denn diesen treffen wir, unabhängig von dem Questfortschritt beim Bestienkleriker Kurang, ein letztes Mal in Farum Azula. Sollten wir die Quest seines Alter Egos in Kaelid erledigt haben, dann erkennt Malekith uns sogar. Doch warum sich Malekith gerade dort versteckt, ist noch immer ein gut gehütetes Geheimnis. Ein Grund dafür, warum wir Malekith in Farum Azula treffen, könnte seine ehemalige bestialische Natur sein. In der Bestienklaue lesen wir: Diese Anrufung verkörpert sowohl Kurangs Wut nach der Wiederkehr seiner bestialischen Natur, als auch seine ewige innere Unruhe. Da hier von Wiederkehr gesprochen wird, war Malekith, auch bevor er der Schatten Marikas wurde, eine wilde Bestie. Das würde in die Richtung weisen, dass Malekith früher ein einfacher Bestienkleriker war. Und seine Heimat war Farum Azula. Und falls Malekith, wie früher vermutet, vom höheren Willen aus einer Bestie, vielleicht sogar aus einem Bestienkleriker, für Marika maßgeschneidert wurde, dann würde das auch seine emotionale Verbundenheit zu Farum Azula erklären. Doch ein anderer Grund für seinen Aufenthaltsort könnte die temporale Natur von Farum Azula sein. Aus dem Talisman des alten Fürsten erfahren wir: Ein legendärer Talisman mit dem Abbild des uralten Königs, der im Zentrum des Sturms jenseits der Zeit residiert. Angeblich zerfällt die königliche Stadt Farum Azula schon seit den Tagen des Ersten Reiches. Hier ist explizit die Rede davon, dass Placidosex, der hier abgebildet ist, jenseits der Zeit residiert. Das wird doch deutlich, wenn wir uns die Cutscene vor seinem Kampf anschauen. Die zertrümmerten Bauten fügen sich wieder zusammen, was den rückwärtigen Fluss der Zeit symbolisiert.
Dass Placido Sex noch immer jenseits der Zeit existiert, ist aber auch in der Hinsicht interessant, als dass wir seinen toten Drachenkörper in Pharam Azula selbst sehen können. Daraus könnte man nun ableiten, dass Pharam Azula selbst jenseits der Zeit existiert. Und das würde es für den Otto-Normal-Unsterblichen Befleckten nicht allzu leicht machen, Maliketh herauszufordern. Kurz gesagt, der Schicksalstod wäre hier relativ sicher. Doch man hört im Zusammenhang mit Pharam Azula auch hin und wieder die Phrase »verloren in der Zeit« und das führt wiederum dazu, dass man denken könnte, Pharam Azula wäre irgendwie in einer anderen Zeitebene gefangen. Doch ich glaube, dieses temporale Dilemma lässt sich auf eine relativ gute Theorie zurückführen, die Relativitätstheorie. Denn Zeit ist hier nicht der einzige Faktor. Pharam Azula besteht aus schwebenden Steinplatten. Die Gravitation ist hier somit niedriger als in den anderen Teilen der Zwischenlande. Und Zeit und Gravitation stehen, wie wir dank Einstein wissen, in einer Wechselwirkung. Und das führt uns zur gravitativen Zeitdilatation. Ein Konzept, das erklärt, wie Zeit in der Nähe von massereichen Objekten, wie Planeten oder schwarzen Löchern, langsamer vergeht als weiter entfernt von ihnen. Stell dir vor, du bist ein Befleckter in den Zwischenlanden, mit einem riesigen Erdenbaum in der Mitte. Und je näher du dich am Erdenbaum befindest, desto langsamer vergeht die Zeit für dich. Der Erdenbaum ist natürlich nur ein Miniaturbeispiel, doch genau das passiert in der Nähe von massereichen Objekten, weil diese eine so starke Anziehungskraft haben. Und die Anziehungskraft dieser massereichen Objekte beeinflusst die Zeit. Also, um was könnte es sich bei diesem ominösen massereichen Objekt handeln, das sich für das temporale Dilemma in Pharam Azula verantwortlich zeigt? Wie wäre es mit einem Meteoriten? Aus dem Trümmergroßschwert erfahren wir, ursprünglich ein Stück Geröll, das einst vom Himmel fiel, geschmiedet zu einer Waffe. Der Steinbrocken stammt von dem Meteoriten, der eine Ruine zerschmetterte, und selbst dieses kleine Fragment birgt gewaltige Zerstörungskraft. Gravitation ist in Elden Ring sogar ein Konzept, das in Verbindung mit Meteormagie steht. Dieser Meteorit und mit ihm die Veränderungen in der Gravitation könnte, denke ich, dazu geführt haben, dass die Uhren in Pharam Azula ein bisschen anders ticken. Doch es gibt eine interessante Theorie, die besagt, dass Pharam Azula erst seit kurzem seine Gravitation verloren hat. Diese Theorie stützt sich auf folgende Argumentationskette. Godwin hat 46 im Kampf besiegt. Das kann logischerweise nur passiert sein, bevor Godwin ermordet wurde. Nach seinem Sieg über 46 hat Godwin den Drachenkult gegründet. Und das hat wiederum dazu geführt, dass auch das Gebetsbuch der uralten Drachen erschaffen wurde. Ein Gebetsbuch des Drachenkults aus der Hauptstadt. Dieser verschollene Foliant hat das Zwischenland nie erreicht. Und genau dieses Gebetsbuch finden wir in Pharam Azula. Wenn die Zerstörung von Pharam Azula der Grund dafür war, dass dieses Buch nie die Zwischenlande erreicht hat, dann kann Pharam Azula erst dann zerstört worden sein, nachdem der Drachenkult gegründet wurde. Ein anderer Punkt, der hier angeführt wird, ist der Drachenbaumwächter auf der Brücke vor dem Kampf gegen Maliketh. Denn im deformierten Drachenhelm steht, nach dem Angriff des uralten großen Drachen Grandsax kam den Wächtern die Erleuchtung. Sie können den Erdenbaum nur beschützen, indem sie selbst zu Drachen werden. Die Drachenbaumwächter existieren also auch erst seit dem Kampf von Laendell gegen die Drachen. Und dieser Wächter stolziert nun in Pharam Azula umher. Denn die Alternative wäre, dass dieser Ritter selbst nach Pharam Azula gereist ist. Und wenn man bedenkt, dass die Aufgabe des Drachenbaumwächters ist, den Erdenbaum und Laendell zu beschützen, dann kann ich mir nicht vorstellen, was er in Pharam Azula zu suchen hat. Diese Theorie würde zudem erklären, warum es auch in Pharam Azula Kreaturen gibt, die von der Todespest verseucht wurden. Und unter dem Strich könnte es auch erklären, warum sich auch Maliketh hier befindet. Wenn die Zerstörung von Pharam Azula tausende Jahre in der Vergangenheit stattgefunden hätte, dann hätte auch Maliketh einen Weg finden müssen, überhaupt erst nach Pharam Azula zu kommen. Doch all diese Theorien um Pharam Azula ändern nichts an Malikeths Schicksal. Denn wenn wir selbst nach der ersten Kardinalsünde in Pharam Azula stranden und den Schicksalstod von Maliketh einfordern, dann hebt sich der Vorhang ein letztes Mal. Und wir bekämpfen die Klerikerbestie, die sich nach der Niederlage in Maliketh verwandelt. Und dann schwingt ein letztes Mal seine schwarze Klinge. In diesem Kampf scheint sich seine ganze Furcht, seine ganze Sehnsucht und sein ganzer Zorn zu entladen. Und auch wenn Maliketh an diesem Ort sein Ende finden sollte, so geht die Reise für uns selbst weiter. Und Malikeths tragische Geschichte wirft einen traurigen Schatten auf alles, was noch kommt.